Hallo zusammen und willkommen. Es ist wieder Fallout New Vegas Zeit. Wir haben uns repariert, entrümpelt. Alles ist gut. Und jetzt können wir eigentlich weitermachen. Was haben wir denn in Prim zu erledigen? Ach ja, genau, den Roboter reparieren. Na endlich. Es wird auch mal Zeit. Da warte ich schon so lange drauf. Ich glaube, jetzt können wir das nämlich ohne Werkzeug, ohne Ersatzteile, ohne alles einfach nur reparieren. Oh, wer bist du denn? Hallo. Ah, du bist jetzt hier. Okay, cool. Reparieren. Von 65. Dann reparieren wir ihn mal. Oh nein, ich habe ihn verpuffen lassen. Oh. Begleiterprotokoll, Start. Idi. Yeah. Verbesserte Sensoren. Cool. Ich würde gern Munition herstellen. Kannst du mir helfen, Idi? Ah, der ist eine Werkbank. Okay. Ah, Begleiterbefehle. Ich will eigentlich mit dir reden. Vielleicht rede mit... Ah ja, gut. Lass mich mal deine Multitool sehen. Ah ja, der ist wirklich einfach eine Werkbank, der Kerl. Voll cool. Ach, ich verstehe es nicht ganz. Ich habe hier leere Brennstofftanks. Und wenn ich die jetzt recycle, was passiert dann? Dann kriegen wir Brennstoff. Ah, okay, cool. Das heißt, wenn ich die Mikrofusionszellen, die leeren, dann kriegen wir Mikrofusionszellen. Ich verstehe, das ist cool. Okay, wir haben jetzt unseren ersten Begleiter, Idi. Idi, ich werde gut auf dich aufpassen, mach dir keine Sorgen. Wir werden hier in Frieden und Freude und in Eierkuchen schwimmen. Täglich werden wir in Riesenportionen Eierkuchen schwimmen. Es wird großartig. Es wird so, so großartig. Jetzt beginnt die fröhliche Eierkuchenzeit. Endlich ist Eierkuchenzeit. So, genug davon. Was ist hier? Gibson-Schrottplatz. Warum sollte ich dahin? Ich verstehe es nicht. Idi zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Wo habe ich denn die Mission her? Warum habe ich denn die? Da sind sie lang. Aha, unsere Hauptquest. Das machen wir. Wir gehen jetzt dann zurück nach Nipton, wo es nicht mehr besonders schön ist. Und dann nach Novak. Das machen wir. Aber vorher... Vorher gehe ich jetzt mal rüber zum Anführer der NKR hier in der Gegend. Weil ich dem gern drüber in Kenntnis setzen würde, was passiert ist mit der Legion. Weil wir haben doch diese Mission, dass wir das Wort der Legion verbreiten sollen. Aber ehrlich gesagt will ich der Legion damit gar nicht in die Hände spielen. Aber eben, wie ich schon erklärt habe in der letzten Folge, die Offiziere der RNK, die sollten es ruhig wissen, was hier vor sich geht. Oh, du bist gar nicht der Offizier, der... wo ist denn der? Und warum ist da... Da wurde mir gerade ein Gegner angezeigt. Ja, tatsächlich, aber außerhalb der Mauern. Na gut. Wo ist denn euer Captain? Ist der Sheriff in der Stadt drüben vielleicht? Muss ich da wieder hin? Gehen wir mal in die Stadt zurück. Warum haben die hier überhaupt so ein Grenzhäuschen gebaut, wenn doch da oben eigentlich das Haus einen perfekten Verteidigungsturm darstellt? Hm, naja. Ist ja nicht mein Lager. Wollen wir mal in die Haupthalle schauen? Vielleicht ist da wieder Betrieb aufgenommen worden. Vielleicht kann man jetzt da drin handeln, was kaufen. Vielleicht sind sogar Leute da, mit denen man reden kann. Bei Mojave Express leben ja anscheinend die beiden, ich weiß nicht, wie sie heißen.
Aber hier im Museum war doch eigentlich auch so eine Bar, die aber verlassen war während der Belagerung durch die Pulverbanditen. Aber jetzt, wer weiß. Hallo. Howdy, Partner. Ciao. Gibt's hier noch andere Leute oder sind nachts alle, wahrscheinlich schlafen alle? Ja, sieht so aus, hier ist keiner. Aber warum warten wir hier nicht einfach ein bisschen, bis die Sonne aufgeht? Sind wir wahrscheinlich ein bisschen hungrig und durstig und so, aber passt schon. 8 Uhr morgens. Morgenstund hat Kot im Mund. Dehydrierung hat zugenommen, das habe ich mir gedacht. Ist aber auch nicht schlimm. So, schon geht's wieder. Irgendwie kommt trotzdem keiner. Ich sehe nur uns beide irgendwie auf dem Radar unten. Dann weiß ich es auch nicht. Mache ich. Vielleicht ist ja jemand unten im Sheriffshäuschen eingezogen. Da könnte ich mal noch reinschauen. Ich weiß es doch auch nicht. Mensch, ich weiß nicht, wo die ganzen Bewohner hin sind. Hallo? Okay, die Leichen haben sie weggeräumt. Das wundert mich ja schon fast. Ah. Prim ist vor Bedrohungen von außen sicher. Fragt sich nur, wie lange die Einheimischen wohl noch dankbar bleiben. Okay. Sir? Na gut. Hätte gedacht, ich könnte mit dem reden. Ich weiß nicht, wo ich dann Legions Botschaft verbreiten soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein Ort wird mir da vielleicht noch einfallen. Da schaue ich jetzt mal noch mal ganz kurz hin. Und zwar hier natürlich beim Außenposten der RNK. Und nur zur Erklärung, weil ich öfter NKR sage, das liegt nur daran, dass sie im Englischen NCR heißen. Und ich übersetze das in meinem Kopf halt quasi eins zu eins. Immer so auf die Schnelle. Oh, jetzt gehe ich irgendwie falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Ist egal. Rede ich nochmal mit ihr hier. Dich wird man nicht los. Wie eine schlechte Angewohnheit. Ja. Was geht dir durch den Kopf? Folgendes. Gar nichts. Pass auf dich auf. Okay, ciao. Na gut. Hopp. Eigentlich wollte ich nochmal da zum Chef. Also zu den beiden mit Namen da drin. Vielleicht kann ich mit einem von den beiden reden über die Enklave. Sie haben schon viel Gutes getan und sind ein. Danke. Wie kann ich helfen? Noch mehr, als Sie schon getan haben? Können ja mal rumfragen, aber Sie haben während Ihres kurzen Aufenthalts schon verdammt viel geschafft. Okay, cool. Danke. Sir? Ah. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Wünschte, ich hätte mehr Arbeit für Sie, aber im Moment habe ich nichts auf dem Radar. Okay, ich gehe jetzt. Passen Sie auf sich auf und erholen Sie sich ein bisschen drüben in der Kaserne, wenn Sie möchten. Danke. Na gut, dann gibt's hier wohl wirklich nichts mehr zu tun. Dann wird's Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Da müssen wir hin. Was ist denn das da eigentlich? Mojave Drive-In. Warum wird mir der auf der Karte angezeigt eigentlich? Vielleicht gehen wir da mal kurz. Machen wir einen kurzen Abstecher über den Mojave Drive-In. Was für ein Drive-In war denn das? Gibt's da Essen? Gibt's da Kuchen? Gibt's da Zeugs? Stuff? Wer weiß. War ich schon in dem Haus hier? Wahrscheinlich. Raus aus Nipton. Nipton ist so deprimierend, die Stadt. Die Legion ist einfach deprimierend. Die verdirbt mir die Laune. Weg von der Legion. Einfach nur weg von der Legion. Die stinkt. Legionäre stinken. Ist schon witzig, oder? Die NCR, die New Californian Republic, will ich dauernd Englisch aussprechen, aber die Legion mache ich automatisch zur Legion, obwohl die sogar in der deutschen Synchro als Legion bezeichnet wird. Ich höre Schüsse, ich sehe Gegner auf dem Radar, ich weiß nicht, wer hier gegen wen kämpft. Aber da sind viele, verdammt viele. Das macht mir fast ein bisschen Angst, wie viele da sind.
und ich sehe nichts davon. Geckos? Ein Rudel Geckos vielleicht? Irgendwas läuft da sehr schnell. Ich habe bis jetzt nur Geckos gesehen, die so schnell laufen können. Ja, das ist ein Rudel Geckos tatsächlich. Aber die haben... Also irgendjemand hat auf die geschossen. Da bewegt sich was. Was ist das? Ein Satellit? Ein abgestürzter Satellit? Der sich noch bewegt? Was zur Hölle? Nichts passiert, da die Mitternachtsvorführung im Mojave Drive-In noch nicht begonnen hat. Oh, Moment, ist das hier ein DLC, der hier startet oder so? Kann das sein? Da müsste ich mal gucken. Weil, wie ich schon gesagt habe, haben die anscheinend eine durchgehende Geschichte oder nehmen zumindest Bezug aufeinander. Und da sollten wir aufpassen, dass wir die Wände dann in der richtigen Reihenfolge machen. Mitternacht Science Fiction Special. Genau, das wäre hier. Jetzt weiß ich nicht, welcher DLC das ist. Also wenn, dann überhaupt erst in der nächsten Folge. Aber wahrscheinlich noch nicht. Weil ich glaube, den Anfang müssen wir hier drüben machen. Und da sind wir halt noch lange nicht. Mal schauen. Mal schauen. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal weiter. Den Punkt haben wir zumindest mal erobert, also freigelegt. Also können wir da jederzeit wieder her zurückkommen. Aber da ist ein abgestürzter Satellit hier in dem Drive-In. Finde ich ja cool. Ist der mit dir verwandt, Idi? Wahrscheinlich. Ach ja, genau. Was bringt mir eigentlich seine passive Fähigkeit? Wollte ich noch gucken. Ich schätze mal, dass ich einfach Gegner sehr weit entfernt sehe, weil mir kommt es gerade komisch vor, dass ich die Geckos so weit gesehen habe unten auf dem Radar. Ah, da haben wir es. Während Idi sie begleitet, können sie Gegner auf große Entfernung erkennen. Zusätzlich werden Gegner auch dann auf dem Kompass angezeigt und können im WETS anvisiert werden, wenn sie getarnt sind. Ach, das ist schön. Aber im WETS kann ich momentan nichts anvisieren, aber... Die sind halt auch weit weg. Aber gut. Okay, ich sehe jetzt Gegner sehr weit. Das ist insofern cool, weil das bedeutet, dass wir weniger schleichen müssen. Weil dank Idi sehe ich die schon auf dem Radar lang, bevor die mich sehen wahrscheinlich. Machst du dieses Rauschgeräusch, Idi? Anscheinend. Dam, 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 da, dam, dam. Okay, da müssen wir hoch. Ich bin jetzt technisch gesehen nicht direkt durch Nipton gegangen, wie es in der Missionsbeschreibung steht, aber ich denke, das zählt trotzdem. Oh, oh, Gegner. Ach, das verwirrt mich, dass mir die schon so früh jetzt angezeigt werden. Die können jetzt überall sein. Ganz weit weg. Stimmt's, Idi? Eben. Aber dass man da überhaupt hochgehen kann, finde ich schon interessant. Moment mal, Novak ist so weit weg. Oh Mann, das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich gehe mal kurz hier den Hügel hoch, wo mir die Gegner angezeigt werden. Das sind auf jeden Fall einige. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh mein Gott, das sind wirklich viele. Ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade. Wo zur Hölle sind denn die? Idi, wie weit sehen wir den Gegner jetzt eigentlich auf dem Radar? Kann es sein, dass wir die irgendwie über mehrere hunderttausend Kilometer sehen können? Oder wie? Mein WETS-Modus schlägt nämlich nicht aus. Und sehen kann ich auch keine. Oh, da drüben steht einer auf dem Berg. Ist das ein Freund oder ein Feind? Wissen wir jetzt noch nicht.
Ah, Viper Revolverheld. Ich schätze mal stark, hier haben wir es mit einem Hinterhalt zu tun. Und ich werde jetzt den Hinterhalt hinterhältigen. Den hinterhältigen Hinterhalt hinterhalten. Hinhalten. Hintergehen. Ach, das sind einfach nur wilde Großhörner. Na, die können hier ruhig wild sein. Aber den Vipernkerl, den schnappen wir uns. Den knöpfe ich mir mal vor. Mit dem muss ich ein ernstes Wörtchen reden. Hier einfach in der Schlucht einen Hinterhalt planen. Nicht sehr nett. Muss ich schon sagen. Nicht sehr nett. Na, immerhin hat einer getroffen. Ach, come on. Yay! Und Edie hat geholfen. Ohne Edie hätte es nie so gut hingehauen. Und wir kriegen Munition und anders Zeug. Schön. Fallobst. Fallobst ist schon ein lustiges Wortspiel, oder? Mit Fallout und Fallobst. Fallout-Obst. Speck. Obst. So. Jetzt schauen wir mal da drüben. Ah, da unten steht auch eine und da drüben ist einer. Moment, hat der keine Waffe oder so? So, nichts mehr wie beim Bande. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir morgen unseren Weg hier fort. Der Hinterhalt ist ja mal ganz schön grandios gescheitert von denen. Haben sie verdient, nicht anders. Macht's gut, bis morgen. Ciao.